Da hinten ist jemand. Ich komme von hinten. Oh, ich habe den dermaßigen Loot bekommen, das glaubst du gar nicht. Ich hatte keine Rüstung, der hatte Diamantschuhe an und ein Diamantschwert sowie komplette Barbarenrüstung und ein Eisenhelm. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur 14. Folge Ender Kids. Wir haben heute das Kit Känguru und ich blende euch hier mal ganz kurz die Beschreibung davon ein, weil ich habe jetzt schon aufgenommen und dann habe ich gemerkt, da oben leuchtet das grüne Licht nicht von meiner Facecam. Denkt mir so, scheiße, ich habe ja gar nicht aufgenommen. Ja, ich blende euch hier mal die Beschreibung ein, sofern ich es nicht vergessen. Und wir haben eben heute das Kit Känguru und mit dabei ist heute noch ein zweites Känguru namens Kosova. Hallo. Hallo. Wir hüpfen da. Wieso? Na, Alter, ich bin ein Känguru, ja? Und da möchte ich auch bitte gern über Hindernisse hüpfen und nicht hineinfallen. Puh, so. Hast du irgendwas Gutes erwischt? Also ich habe 4 Eisen, das ist eigentlich schon ganz gut für den Anfang. Ich habe 4 Eisen, Bogen, 20 Pfeile, sonst nichts. Ja, 20 Pfeile und einen Bogen ist doch nicht schlecht. 60 Sekunden, nee, 30 Sekunden noch, okay. Och, noch eine Kiste, komm schon. Aber ich finde hier keine. Okay, gut, dann fangen wir mal an zu craften hier. So. Das kommt dann hier hin. Das bauen wir hier ab. Und plötzlich sind hier lauter Obsidian-Blöcke. Was? OMG. Ich habe schon mein erstes Haupt. Stellt euch vor, wenn der uns jetzt gemacht hätte, ganz ehrlich, dann hätte ich, dann weiß ich echt nicht, was ich dann gemacht hätte. Dann wäre das so mega peinlich gewesen, weil der hatte einfach nur eine Holzaxt. Und ich habe mich trotzdem voll angestrengt und mein Gesicht verzogen. Aber, ja, das tue ich komischerweise immer. Und du hast gesagt, dir ist es nie aufgefallen, bis ich es gesagt habe, aber doch, das fällt schon sehr auf, finde ich jetzt. Hat einer Meinung nach, ja. Ich weiß, was der Typ da jetzt tut. Ich gehe runter und möchte ihn töten. Und dann? Hä? Was war denn das jetzt? Oh nee. Wow. Ich hole mit jemandem getauscht 54 Blöcke. Okay. Wir sind aber ein Känguru. Wir kängen da jetzt mal hin. Kängen, Alter. Ja, wir kängen. Kängen. Cameron. Cameron Diaz. Kennst du die? Du bist eine Schauspielerin. Oh, da hinten ist jemand. Ich komme von hinten. Oh, ich habe den dermaßigen Loot bekommen, das glaubst du gar nicht. Ich hatte keine Rüstung, der hatte Diamantschuhe an und ein Diamantschwert sowie komplette Barbarenrüstung und ein Eisenhelm. Alter, Leute, er tut mir leid, weil der hat mich jetzt echt nicht gesehen. Aber bitte, das war geil. Ein Lava-Eimer hier unten wäre... Oh, ich habe alles außer einem Wassereimer. Ich könnte mir jetzt noch. Was könnte ich mir denn hier noch machen? So. Hä? Wo ist meine Hose? Oh, hier, so. Oh ja, jetzt sind wir gut ausgerüstet. Jetzt sind wir echt gut ausgerüstet. So. Ich weiß, wir werden jetzt wahrscheinlich geportet. Nee, wurden wir doch nicht. Ey, was ist da los? Was ist da los? Okay, los geht's. Nee, dann tun wir die Enderperlen hier unten hin. Ich habe 4 Vergiftungstränke. Hast wahrscheinlich eine Magier getötet. Schätze ich jetzt einfach. Ja, habe ich in einer Truhe gefunden. Ach so. Ach so, ja, das kann auch sein. Ja, eben. Das ist... Wow. Da sind Schuhe gewesen. Und ich bin jetzt hier unten. Und da komme ich aber hoch. Denn ich bin ein... Ich weiß, dass da oben dann wahrscheinlich jetzt gleich wer sein wird. Achtung! Oh, da hat einer. Achtung! So, ja. Da hat einfach keine Rüstung, aber verzaubert Diamantschwert. Naja, würde ich ja. Ich bin tot. Okay, dann kannst du mich ja spectaten, wenn du Lust hast. Pass auf, es ist ein Dreier-Team. Was? Ein Dreier-Team? Ja,
Wir haben gerade zwei getötet, das finde ich unfair. Hä? Ja, den konnte ich auch nicht schlagen. Und doch, jetzt geht's. Okay, das war's dann mal, würde ich sagen. Wow, wow. Die haben hier einiges an Rüstung. Okay. Was muss ich hier wegschmeißen? Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Sind die jetzt wirklich Team oder hast du das nur so gesagt? Nein, die sind wirklich Team. Die sind wirklich zu dritt auf mich losgegangen und dann einfach weitergemacht. Also ich habe einen werfbaren Trank der Schnelligkeit. Das ist, glaube ich, ganz gut und ganz vorteilhaft teilweise. Vielleicht könnte ich auch einen werfbaren Trank der Schwäche, Schnelligkeit. Ich habe nur einen Trank der Schnelligkeit. Naja, nur ist da jetzt eigentlich so auch dumm gesagt. Okay, 77 Blöcke. Ich würde sagen, dann mache ich mir hier noch ganz schnell hier so einen Eisenbrustpanzer. So. Ist das, glaube ich, ganz gut. Ich weiß ja nicht, wie ich ausgerüstet bin. Wie sieht es denn bei denen aus? Sind die eher gut, schlecht? Keine Ahnung. Okay. Schau, da ist es wieder das Team. Okay, die haben Full Iron und ein Dia-Teil. Okay. Und einer hat... Alter, wenn ich das ausschalte, dann wird das eine geile Runde werden. Aber ich meine, ich bin Känguru. Aber, Alter, gegen ein Dreier-Team habe ich eigentlich keine Chance. Also, da muss ich echt... Zwei von denen sind gestorben. Ah, okay, also lebt nur noch einer vom Dreier-Team. Ja. Ach so, ja dann. Okay, da vorne ist jemand. Ich habe einen werfbaren Trank der Schnelligkeit, ha? Huh? Jetzt wird er sich so denken, so. LOL! LOL! Warte, pass auf! Das wäre schlau, wenn ich es gedacht hätte. Alter, das war der. Oh, das war der hammermäßige Move. Wenn er es geschafft hätte, das wäre richtig lustig, ja, wenn er dich da reinkommt. Nee, das war schon schlau von ihm, aber an seiner Stelle hätte ich eine Enderperle geworfen. Ich glaube, er wäre dann trotzdem gestorben, aber gut. Okay, ich kann noch meinen Bogen verzaubern. Wäre vielleicht ganz nice. Okay, Stärke. Das ist das. Oh nee, das wollte ich nicht. So wollte ich das. Und ich renne einfach rein, yeah. Du bist im Finale. Okay, ich bin im Finale, yeah. Und hat er eine gute Ausrüstung oder eher nicht so? Dia Hose, Dia Schuhe, Eisenharnisch, Eisenhelm. Okay, ja. Auf jeden Fall hat er mehr Rüstungspunkte als du. Ich habe aber einen Dia Helm, Dia Schuhe und das andere bei der Eisen. Ja, egal, hat er trotzdem mehr. Ja. Ist egal, irgendwie müssen wir mit jedem hier klarkommen. Ich hoffe, also eins hoffe ich, er soll kein Bomber oder Delfin sein, weil hier gibt's auch Pass einiges. Auf, Thomas, du musst aufpassen. Er macht sich einen Turm bei diesem Lavasee, wo du warst. Da baut er einen Turm, der Noob. Okay. Also am besten beweg dich nicht. Bleib einfach so stehen, bis du gefordert bist. Okay. Oh, der ist richtig schlau. Wieso? Er zündet den Turm an. Nein, oben auf dem Turm tut er eine Druckplatte und TNT. Das bedeutet, wenn du draufsteigst, fliegt das TNT. Okay, das ist doch nicht schlau. Der ist dumm. Was macht der? Okay. Lol. Ja, aber das war richtig schlau. Nein, wieso? Das bringt sich für ihn jetzt ja gar nichts. Ja, wenn es geklappt hätte, dann schon, ja. Aber auch nur, wenn es geklappt hätte. So. Und jetzt wird er sich denken, was denn da los? Ist auch Känguru. Jetzt denkt er sich so, mein super Plan hat nicht funktioniert. Ja, das ist aber ein guter Trick, da bin ich schon mal sehr oft dran gestorben. Scheiße, ich bin gerade so aufgeregt, Alter. Ich bin nämlich gleich tot. Also das muss ich schon sagen, ich bin gleich tot. Wo ist er denn? Ja! Alter, Gigi! Oh, wow! Ich hasse solche hässlichen Kängurus! Warum machen die sowas? Warum? Ich meine, das ist eine Tag. Ja, natürlich nehme ich die. Aber ich denke mir so, warum? Oh, das nervt mich jetzt. Jetzt bin ich echt. Och Mann, Leute, das ist echt ärgerlich.
Komm neben mich. Ich stehe hier draußen. Ich möchte, dass du neben mir bist. Wo bist du, Alter? Ich bin bei Ender Games, lauf da einfach raus bei der Premium Lobby. Ja, hier, hinter dir. Hä? Okay, er will sich nur von hinten zeigen. Er will sich nämlich nicht zeigen. Ja. Also Leute, erstmal ganz kurz beruhigen. Also mein Fazit vom Känguru ist, es ist eine wirklich sehr, sehr starke Klasse. Also meiner Meinung nach dem Bomber, einer der stärksten Klassen. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, man kann Delfin und Känguru schon so ein bisschen vergleichen, aber ich finde ehrlich gesagt Delfin sogar noch ein bisschen stärker, weil man da eben auch noch Essen bekommt, Unterwasserschutz, bla bla. Aber im Großen und Ganzen ist Känguru eine super geile Klasse und ich spiele das privat super gern. Aber das ist eine richtig geile Taktik, weil ich meine, du springst das Känguru zurück, der eine springt dir nach und du triffst ihn. Ich wette mit euch, der hätte sicher auch nur noch ein, zwei Hits gebraucht mit meinem verzauberten Dierschwert, dann wäre er auch tot gewesen. Aber gut. Aber Leute, die Taktik könnten wir auch mal anwenden, also wenn dann die Ender-Kids-Serie vorbei ist und ich dann einfach mal so Ender-Games hochlade, könnte ich das auch mal so machen, so. Aber gut, da müssen wir dann eben noch gucken. Das hat mich jetzt ein bisschen aufgeregt, aber ja. Da wirbt einer, das ist nicht so geil. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr mehr mit diesen Typen da wollt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben eine positive Bewertung freuen. Also könnt ihr von mir aus gerne den Like-Button vergewaltigen und sonst konstruktive Kritik immer gerne in die Kommentare, Vorschläge, bla bla. Wie findet ihr die Taktik? Findet ihr die Taktik gut? Oder also ich finde es eine richtig schlaue Taktik. Die regt zwar auf, weil man kommt einfach kaum an den Gegner ran und schon gar nicht, wenn man kein Känguru ist. Also wenn man kein Känguru ist, hat man sehr wenig Chancen, da zu gewinnen. Und ja, wie gesagt, alles ist im Prinzip gesagt und ich gebe das letzte Wort an Kosova. Ciao.